Hallo, mein Meisterverführer da draußen. Heute möchte ich dir ein Pickup-Infield zeigen von einem POA, von dem ich glaube, dass er dieses Jahr noch das ganze Game verändern wird und der dir zeigen kann, wie du eine magische Anziehung auf Frauen aufbaust. Also bleib dran. Gut, also hier sehen wir schon mal, wie der POA das Target auf jeden Fall anvisiert hat und wie auch um ihn herum ganz viele andere Betas versuchen, sein Set zu crushen. Aber der POA bleibt halt in seinem Frame und das finde ich ganz besonders stark. Er lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Er bleibt einfach ganz strikt in seinem Frame. Und genau, was ich jetzt ganz faszinierend finde, er baut hier sehr, sehr viel Kino auf, gleich viel Körperkontakt, um eben die sexuelle Tension auch aufs Maximum zu bringen. Da gibt es noch andere Männer, die hier versuchen, ins Set zu crushen. Aber der Punkt ist, dass man ganz gleich sieht, der Unterschied zwischen den jeweiligen POAs ist, dass die anderen POAs einfach die Nice-Guy-Schiene fahren. Und man sieht auch direkt von der Ausstrahlung von den anderen POAs, dass das so niemals etwas werden wird. Warum? Ganz einfach. Diese POAs werden mit der Nice-Guy-Schiene absolut maximal in der Friendzone landen. Er wiederum gibt überhaupt keinen Fick. Er sexualisiert das Ganze, er baut Attraction auf und er lässt sich eben keineswegs von den anderen in irgendeiner Art und Weise A-mobben. Ja, da haben wir es gesehen, da hat er jetzt ganz starke Technik. Er hat erst einen Freeze-Out gemacht, ja, um natürlich auch mit einem gewissen Lean-Back einfach sich zurückzulehnen und die Frau wieder an sich näher kommen zu lassen. Und erst dann hat er die sexuelle Tension wieder aufgebaut, also ganz, ganz stark. Man merkt auch richtig, dass die Frau wie in einem Sog von ihm angezogen ist. Sie kommt gar nicht von ihm weg, weil er in ihr die sexuellen Schalter umgestellt hat und gemerkt hat, boah, unglaublich, unbelievable, wie dieser Typ die Frau für sich gewinnt. Und auch wenn wir das Infield jetzt noch nicht bis zu Ende gesehen haben, glaube ich, das wird auf jeden Fall number closed. Also weil sie ist an, sie streicht sich durch die Haare so, da ist auch viel Motion dabei, ist auch wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Frau approacht, dass sie sich auch ein bisschen bewegt, dass ein bisschen Bewegung ist, dass es ein bisschen spielerisch wird. Und das macht er eben sehr stark. Ich glaube, er könnte auch eskalieren. Was man auch hier sieht, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Game. Er macht jetzt hier ein Game, das nennt man eben im POA Rapid Escalation. Das heißt, er baut sehr schnell Attraction auf. Und natürlich ist es eine Art High-Risk-Game. Ja? Also es gibt ja andere, ich mache eher das Indirekte. Aber bei diesem POA ist halt, und das kann auch sehr gut funktionieren, dieses High-Risk-Game. Weil man sagt eben High-Risk-Game, High-Value-Game. Das heißt, du riskierst viel, aber du bekommst doch entsprechend viel, wenn du auf die Ganzen gehst. Und er macht das. Ja, ja. Das ist ein Number Close definitiv. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt zum Kiss Close kommt. Boah. Das wird auch ein Fuck Close. Ja. Das wird eindeutig ein Fuck Close. Unglaublich. Und das innerhalb von so kurzer Zeit. Also das echt starkes Game. Ihr müsst natürlich immer bedenken, wenn ihr High-Risk-Game macht. Und was ist das? Ah, krass. Habt ihr das gesehen? Die Frau hat gerade LMR. Die hat gerade eine Last-Minute-Resistance gehabt. Und er hat das ganz geschickt durch noch so einen abgeschwächten Freeze-Out nochmal sehr gut überwunden. Boah, das war stark. Das ist echt eine Form der sozialen Kalibrierung. Er ist sehr direkt. Er macht sehr viel, er geht sehr stark rein, aber er hat das noch sehr stark sozial kalibriert. Und er ergänzt das direkt auch mit einem Push and Pull. Ich will aber auch ganz ehrlich zu euch sein, so wie er das jetzt hier macht, wird das halt natürlich keine LTR. Also es wird keine Long-Term Relationship, es wird eher eine kurzfristige Geschichte sein. Ein One-Night-Stand vielleicht, Freundschaft plus. Und was auch ein anderer Punkt ist, was mir noch aufgefallen ist, die ganzen anderen Betas, die versucht haben, sein Game zu crushen, die haben halt natürlich gedacht, okay, wir sind halt eher Betas, die haben sich diesen Beta-Mindset, sind die da rangegangen und sie haben aber nicht gesehen, dass diese Frau, die sie approached haben, das ist halt locker eine HB8 und ein HB9.
Und sie denken dann, okay, eine HB8 und eine HB9 kann ich genauso gamen wie halt eine HB6 oder HB5. Aber das funktioniert nicht. Und der erste POA hat das komplett verstanden und genau seine Schlüsse daraus gezogen. Und das ist nämlich auch der Unterschied, den du von POA zu POA siehst. Die einen POAs gamen alle Frauen, indem sie eben sie immer aufs Podest stellen. Und die anderen POAs, und das macht er wirklich sehr stark, die tun auch bei HB8 über 9. Gehen sie hin zu der Frau, gehen sie hin zu dem Target und sind halt cocky and funny. Und genau durch diese Art, dieses cocky and funny, dass sie halt so ein Stück weit frech sind, merkt die Frau, boah, der ist ganz anders und sind eben super attracted. Und es hat in dem Fall auch super funktioniert. Weil er ist nicht wie alle anderen. Er ist kein Beta, er ist ein richtiger Alpha. Und auch von der Body Language hast du gemerkt, er strahlt es aus. Er strahlt es in jeder Pore aus. Und das ist so faszinierend. Und ich habe euch ja, wie ihr gesehen habt, hier zwei verschiedene Infields gezeigt. Die habe ich ein bisschen zusammengeschnitten. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Und was ich einfach so krass finde an den beiden ist, das eine ist eben eher dieses Cocky and Funny, dass er ganz klar seinen Alpha-Frame hat. Aber beim anderen, und das finde ich so krass, sieht man noch viel mehr, wie dieser Mann absolut keine Approach-Anxiety hat. Er bleibt natürlich auch in seinem Frame, aber sie wiederum bringt eben diesen Satz, ich habe einen Freund, und er bringt den krassesten Boyfriend-Crusher, mit dem er sagt, ein Freund, du hast nur einen Freund, und sie streicht sich durch die Haare und ist total am Lächeln, ja. Und er zeigt so konstant einfach seinen High Value und lässt sich eben null, aber wirklich null von ihren Shit-Tests in irgendeiner Art und Weise. Man sieht ja, sie schreit so ein bisschen oder so ein bisschen, oh, nein! Aber Leute, das ist nur ein ganz großer Shit-Test, den wir sehen. Ihr müsst das verstehen. Das ist Female Psychology. Die Frau will euch testen. Und ihr müsst diesen Shit-Test eben durchbrechen. Deswegen, Leute, geht raus, approached Girls, macht da ganz, ganz viel. Eventuell kommt einfach in mein Coaching, da kann ich euch nochmal genau zeigen, wie ihr diese unglaublichen High-Value-Strategies in euer Game implementieren könnt. Aber macht das einfach und ganz wichtig, schreibt dann auch einen Field-Report, damit ihr eben weiterkommt und in eurem Game eure Skills einfach verbessert. Ja, raus zu einer neuen Welt. Alerta, alerta, danke, ciao, ich bin raus.